Oftmals wird mir die Frage gestellt, also sind jetzt Wildkräuter oder Sprossen eben gesünder? Und ich würde sagen, theoretisch sind Sprossen gesünder, aber praktisch sind Wildkräuter gesünder. Aber eigentlich kann man das so gar nicht so sagen. Was heißt das genau? Der Hauptteil aller Nährstoffe zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden sich in den Keimblättern. Das heißt, dass diese Keimblätter alle Nährstoffe zur Verfügung stellen, die die spätere Pflanze bzw. naja, jeder Fortsatz von der Pflanze in dem Sinne beinhaltet. Das ist der absolute Ursprung. Und dort ist die Nährstoffdichte eben am konzentriertesten. Und aus ihr gehen dann letztendlich auch Kohlenhydrate, organische Stickstoffe und metallische Ionen eben in die bestimmten Fortsätze hinein. Und das ist eben der Ausgangspunkt sozusagen, das Logistiklager, von dem alles ausgeht. Und wenn man das quasi zu sich führt, dann hat man eben die ganzen Reserven von der Pflanze aufgenommen. Ja, deswegen ist das eben das nährstoffreichste. Kurzer Film. So, ich bin jetzt gerade nochmal losgefahren nach dem Video und habe mir gedacht, das ist eine schöne Sequenz für euch, um euch das darzustellen. Und zwar haben wir hier ein Buchenkeimling. Ja? Keimblätter, so sehen die aus, ja, hier, ja, sind übrigens auch essbar. So, und jetzt möchte ich euch mal was zeigen, dass in diesem kleinen Ding hier die gesamte Information und die ganzen grundlegenden Nährstoffe für das hier ist. Selbst die Biophotonenkonzentration ist am allerhöchsten. Was sind Biophotonen? Dazu habe ich schon ein Video gemacht, könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen. Und selbst hier wurde dargestellt, dass die Biophotonen-Aussendung, Emission am allerhöchsten ist, sogar im Vergleich zu den Wurzeln, die ja ebenfalls sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel wachsen müssen. Und zu den Biophotonen ganz kurz. Biophotonen, also genauer kann ich das jetzt hier nicht erklären, könnt ihr gerne mein Video nochmal angucken, ich verlinke das mal. Und es ist eben so, dass alle lebendigen Dinge Biophotonen aussenden. Das heißt auch, gefrorene Sachen senden keine Biophotonen mehr aus. Das heißt, sie leben eigentlich nicht mehr. Für mich also auch theoretisch keine Rohkost mehr. Du sendest auch Biophotonen aus. Wenn du Lebensmittel zu dir führst, die keine Biophotonen aussenden, dann treffen deine Biophotonen, die du aussendest, auf quasi Lebensmittel, die du in dir hast, die selber keine emittieren, aber nur absorbieren. Das heißt, deine Biophotonen werden herabgesenkt durch Lebensmittel, die nicht mehr lebendig sind. Wenn du Lebensmittel aufnimmst, die lebendig sind, kriegst du auch welche zurück, beziehungsweise kannst du ins Positive sogar gehen, weil sie mehr Biophotonen aussenden. Wie zum Beispiel Keimlinge, weil dort ist die Biophotonenkonzentration am allerhöchsten, wie auch hier gerade gesehen habt in der Studie. Das ist ja auch logisch, weil das meiste Leben passiert ja eben dann in diesem, wenn quasi aus diesem Kleinen das Große entstehen soll, wie gerade in diesem Film gezeigt. Ja? Deswegen sind diese Lebensmittel so wichtig für euch. Das Problem ist, dass wenn man diese Wildkräuter normalerweise mal pflückt, sie eben nicht mehr in dieser Form vor, das enthalten sind. Das heißt, nur zu einem bestimmten Zeitraum in dem Sinne. Jetzt kriegt man auch schon sehr, sehr wenig Wildkräutersprossen nur noch. Deswegen ist die Frage eigentlich relativ ungerecht, weil wenn man müsste quasi sie zu einem bestimmten Zeitpunkt vergleichen und nicht quasi die Sprossen in ihrem Zenit des Nährstoffgehalts oder halt die Wildsprossen, wenn sie schon ausgewachsen sind. Das ist so nicht ganz fair, denn in dem Sinne wäre natürlich die Sprossen im Vorteil, weil die Konzentration an Nährstoffen dicht natürlich viel, viel höher ist auf die Volumina gerechnet, ja, also auf die Dichte, auf die Masse gerechnet, ja. Das heißt, wenn wir ein kleines Stück Brennnesselblatt nehmen oder so, oder ein kleines Stück Keimblatt nehmen, dann gewinnt halt eigentlich immer das Keimblatt. Das ist hoffentlich allen klar. Deswegen ist es relativ ungerecht. Was man machen müsste, man müsste quasi Sprossen auch davon vergleichen. Aber was wir einfach mal tun können ist, wenn wir zum Beispiel, weil dazu gibt es relativ wenig Information, also drehen wir den Spieß einmal um und machen es so, dass wir
ausgewachsene Pflanzen mit ausgewachsenen Pflanzen vergleichen. Und naja, man kann davon ausgehen, dass zum Beispiel Erbsenpflanzen oder Sonnenblumenpflanzen nicht so viel Nährstoffe haben. Aber was wir vielleicht mal vergleichen können, ist, wenn wir einfach mal so mit das gesündeste Kulturgrün überhaupt nehmen, Blattgrün, und das ist der Spinat, und den einfach mal mit Brennnesseln vergleichen. Dann seht ihr zum Beispiel hier oder auch hier, ja, also hier ist einmal Blattspinat und hier seht ihr einmal Brennnessel. Und also hier Blattspinat, hier Brennnessel. Und es ist eben so, dass die Brennnessel in so ziemlich allen überlegen ist und das Kalium selbst minimal nur viel mehr ist bei dem Blattspinat. Und das Jod ebenfalls bei beiden sehr, sehr, sehr niedrig ist, von denen dann 10 Mikrogramm machen überhaupt gar nichts aus. Das heißt, ist die Brennnessel eigentlich in so ziemlich allen Mineralienstadien quasi überlegen, dem sehr, sehr nährstoffreichsten Blattgrün schon mal. Wir können aber auch noch weitermachen, ja, wenn wir uns zum Beispiel mal das Aminosäurenprofil anschauen, ja, dann sehen wir zum Beispiel Blattgrün und Blattsalat. Mein Gott, Blattspinat, so. Und ich muss in die Kamera gucken, ja, ich weiß. Blattspinat und Brennnessel, dann sehen wir zum Beispiel, dass die BCA-Konzentration, ja, gerade das Leucin, dazu habe ich ebenfalls ein Video gemacht, warum das so wichtig ist und warum das die wichtigste Aminosäure ist, auch im Muskelaufbau, dann werdet ihr schnell begreifen, dass die Brennnessel das Dreifache hat von dem. Wir können aber auch noch weitermachen, ja, aber hier seht ihr einfach mal ganz klar, dass die Wildkräuter eigentlich so dem Normalen überlegen sind. Und wenn wir die noch in gesprosster Form, beziehungsweise in sehr, sehr junge Form mit den Keimblättern konsumieren, dann würde ich sagen, sind diese eben überlegen. Ja? Deswegen, also, theoretisch Sprossen, habe ich gerade erklärt, praktisch gesehen, aber eigentlich die Wildkräuter. Naja, jetzt können wir auch noch weitermachen und ich kann einfach mal ein Fazit sagen. Und eigentlich ist das alles gar nicht so wichtig, weil wenn wir allgemein jeden Tag Grünzeug konsumiert, dann müsst ihr euch darauf keine Sorgen machen. Jeder Spross, jede Pflanze hat seine Vorteile. Zum Beispiel die Brassicaceae, also die Kreuzblüter, haben zum Beispiel den Vorteil, dass sie Sulforaphan enthalten. Was ein sehr, sehr starkes Mittel zum Beispiel gegen Krebs wäre. Oder wenn man zum Beispiel diagnostiziert hat, kann ja mal sein Kalziummangel, dann würde ich natürlich die Brennnessel konsumieren. Weil die Brennnessel, es gibt fast nichts auf der Welt, was mehr Kalzium enthält als die Brennnessel mit 717 Milligramm. Ja, es ist mehr als doppelt so viel wie Sesam. Oder wenn ich zum Beispiel Vitamin K möchte, also die natürliche Form Vitamin K1, dann würde ich Löwenzahn konsumieren. Also jede Wildpflanze und jede Spross vielleicht hat so seine Vorteile und seine Nachteile. Naja, wobei man Nachteile gar nicht sagen kann, weil so ziemlich alles Vorteile hat. Ja. Beziehungsweise je nachdem, was man eben braucht, kann man konsumieren, ganz spezifisch. Aber wenn man halt eben sich von allem so ein bisschen vielleicht mal sogar durchwechselt mit dem Grünzeug, oder eben auch Gräser, die natürlich mit am nährstoffreichsten überhaupt sind und Algen. Da muss man sich überhaupt gar keine Gedanken machen, was jetzt besser ist oder was vielleicht mehr Nährstoffe hat oder was weniger und so weiter. Ich finde, das Wichtigste an diesem Ganzen ist überhaupt, dass das Lebensmittel lebt und dass ihr davon euch keine Biophotonen gestohlen werden, sondern euch noch mehr hinzukommt und die Bilanz am Ende positiv ist, damit ihr lebendig sein könnt und euer Alltag positiv gestalten könnt und viel Energie habt und euch nichts geraubt wird von eurer Lebensessenz. Eures einmaligen Lebens. Ja, das war mein Schlusswort. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblicke schaffen und vielleicht ein bisschen die Denkensweise da ein bisschen umkrempeln. Und ich würde mich super um Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich denke, es wird ein Vlog werden und ein Full Day of Eating. Viel Spaß dabei. Ciao.